Ja, Frau Ministerin, oh, leider weg, aber es richtet sich auch an Frau Szibora-Seitwitz, weil Sie auch mit Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz argumentiert haben, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Das schließt das, was wir wollen, nicht aus. Die herrschende Meinung sagt zwar, dass es nicht vereinbar ist, es gibt aber unter den Juristen eine im Vordringen befindliche Mindermeinung, die die Ansicht vertritt, dass Heimunterricht mit Artikel 7 Absatz 1 sehr wohl vereinbar ist, weil ja eben die Prüfungen abgelegt werden müssen, die halbjährlichen, die unter staatlicher Aufsicht stattfinden, wo der Lernerfolg kontrolliert wird. Und zu Frau Pehle, ich habe ja erwartet, dass Sie ins Schwärmen geraten, wenn Sie darüber sprechen, wie der Staat die Kinder unterrichtet politisch, und Sie machen diesen Anspruch so stark, und zugleich ist der politische Unterricht so einseitig in diesem Land, dass man sich fragt, was Sie noch vom Marxismus-Leninismus-Unterricht in der DDR unterscheidet. Und ich sage Ihnen, was ihn unterscheidet davon. Nichts unterscheidet ihn davon. Und Herr Liebmann, ja gut, dass Sie von der SED-Nachfolgerpartei damit konform gehen, das war mir klar. Von der FDP bin ich allerdings etwas enttäuscht, denn ich hätte gedacht, dass dieser liberale Grundgedanke, den wir hier entfalten, vielleicht doch etwas attraktiver ist für Sie. Aber nein, liberale Gedanken haben mittlerweile jede Anziehungskraft auch für die FDP verloren. Und zur CDU? Der Vorwurf, es sei nicht durchdacht. Oh, glauben Sie mir, das ist sehr durchdacht. Und in der AfD wird schon seit Jahren über dieses Modell nachgedacht. Und wir haben uns Österreich ganz genau angeschaut. Und in Österreich funktioniert es hervorragend. In Österreich ist das Schulwesen nicht zusammengebrochen. In Österreich funktioniert die Bildung. Es gibt eben die sogenannten Externistenprüfungen. Und man hat alle Fragen geklärt. Es kam zum Beispiel im Laufe der Zeit die Frage auf, die Sie auch gestellt haben, ob Externistenprüfungen wiederholbar sind. Also man fällt einmal durch. Klar, dann wurde festgelegt, man darf sie einmal wiederholen. Das ist jetzt die Rechtslage. Und das beanspruchen ungefähr, also wenn ich mich erinnere, die aktuellen Zahlen, nicht viele, aber ungefähr 800 Eltern beanspruchen das, also Familien beanspruchen das in Österreich. Uns funktioniert. Und es entspannt das Verhältnis zwischen dem Staat und zwischen diesen Familien, die aktuell bei uns, das zeigen ja auch die Prozesse, die bis nach Karlsruhe gehen, die aktuell verfolgt werden, förmlich verfolgt werden in diesem Land. Und da sagen wir, weshalb? Das können wir uns sparen. Das können wir uns sparen. Und das ist nicht durchdacht und das führt auch nicht zum Zusammenbruch des Schulsystems. Vielen Dank. Ja, es gibt eine Nachfrage. Ja klar, immer bitte. Eins, zwei, drei, jetzt geht's. Ja, eine Nachfrage hätte ich. Erstens, bevor ich die Frage stelle, die zu der Frage gehört, Österreich ist gerade dabei, das abzubauen. Da sind die Finanzen nicht da. Informieren Sie sich mal aktuell, steht aktuell im Internet. Und zweitens hätte ich eine Frage, die mich beschäftigt in den letzten Monaten, wenn wir hier unsere Sitzung haben. Sie haben ja viel Fantasie. Jetzt stelle ich mir mal vor, so viel Fantasie gibt es gar nicht. Sie hätten tatsächlich etwas zu sagen. Und dann würden Sie das umsetzen wollen. Da würde ich Sie jetzt mal fragen, können Sie mir auch schriftlich beantworten, wenn es denn so wäre, wie wollen Sie denn das machen? Wo haben Sie denn die Lehrer her, die alles können? Wo haben Sie denn die Lehrer her, die überhaupt in der Lage sind, aus dem Schulbetrieb rausgenommen zu werden, um diese Art Unterricht überhaupt abzusichern? Wir leben doch im Jahre 2022 und können doch nicht so eine Ideen hier reinbringen und so eine Vorschläge reinbringen, die so absurd sind, dass man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Also die Frage würde mich interessieren, wie Sie die beantworten. Danke für die Frage, bitte. Naja, also dass es in Österreich aktuell Überlegungen gibt, den Heimunterricht die Möglichkeit wieder abzuschaffen, wäre mir neu. Allerdings will ich es nicht ausschließen, denn dieses Land befindet sich ja auch in der Corona-Politik auf Abwägen und vielleicht bricht da wirklich die Staatswut aus. Ist ja schade. Ist ja schade, wenn man es abschaffen würde. Aber jetzt zu was anderem. Wie wir das durchsetzen wollen. Sie haben den Ansatz, Sie haben es nicht verstanden. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, weil das dann die Familien machen. Worauf der Staat sich beschränkt ist, die Prüfungen durchzuführen, zu kontrollieren, ob das Kind den Lernfortschritt macht, und wenn nicht, dann muss es eben wieder zurück an die Schule. Aber wenn, dann kann uns das im Sinne liberalen Denkens ganz egal sein, wie die Bürger das tun. Ob die Privatlehrer organisieren, ob die das selbst machen, wann die das machen, wo die das machen, wie die das machen, ist nicht unser Ding.